Schaut mal, ich muss mich räuspern. Nein. Die Winterlinde blüht, also beginnt zumindest gerade. Schaut, nämlich großer Unterschied zur Sommerlinde. Erstens, sie blüht viel später. Ich gehe dann nochmal da mit euch vier. Und sie hat viel mehr Blüten in der Regel. Also zwischen 5 und 11 ungefähr. Die Sommerlinde hat zwischen 3 und 5. Also da einmal ein riesen Unterschied. Das mit den Blauen, das habe ich schon zum Erbrechen oft erklärt. Ich sage es trotzdem nochmal kurz. Das schlechteste Merkmal ist dieses braune Bärtchen da hinten, weil die Sommerlinde kann ein braunes Bärtchen schon haben, wenn es jung ist, und im Sommer auf jeden Fall. Am ehesten ist, dass das Blatt komplett glatt ist, ein bisschen dicker ist, sie angreift, also komplett unbehaart, auch der Stängel unbehaart, und die Blattrückseite fast ein bisschen blaugrün wirkt. Tendenziell ist auch kleiner wie das Blatt von der Sommerlinde. Ich sage tendenziell, weil Ausnahmen gibt es immer. Da sehen wir das noch schön im knospigen Zustand, also da auch eben schon ja, viel mehr Kugel, viel mehr Knospen wie ja, Sommerlinde. Verwendbar, ich gehe da um, ich glaube, ich habe eine Sommerlinde gesehen. Schauen wir mal. Ja. Da schaut's, Blattrückseite, doch wieder ein Vergleich. Sommerlinde rechts, Winterlinde habe ich mitgebracht. Sommerlinde hat viel früher bliert. Ihr seht, da waren 3 Blüten drauf, ist schon verbliert. Da, mal schauen wir, 1, 2, 3. Ja, also Sommerlinde schaut so aus, die ist schon im Ablieren, ist schon verblüht. Haben wir jetzt zumindest den Unterschied gesehen. Winterlinde eben genauso verwendbar wie die Sommerlinde. Jetzt brocken am Gescheitern, wenn sie so jung sind. Ich brocke sie immer dann am liebsten, wenn noch nicht alle aufgegangen sind. Dann sind sie relativ frisch und manchmal gehen sie dann in den Heim, tragen nur die restlichen auf. Super für Teegetränke zum Nutzen. Ich die Linden. Aber auch so gern. Also ich brocke mir das da so. Ja, und dann ist wirkt auch schon. Ja, oder frisch überbrüht zum Tee. Ich weiß nicht, kennt ihr Oblaten? Oh je, Entschuldigung. Oblaten heißt das, glaube ich, bei uns. Steht auch so drauf. Also das ist so, gibt es rund und viereckig, nimmt man für Kokosbusserl oder für Backen. Das schmeckt eigentlich nicht noch recht viel. Ah ja, und in der Kirche kriegt man es aus Leib Christi. Genau das meine ich. Und ich finde, Linden, Blüten und Blauen und das Segel da schmeckt wie Oblaten und wird auch so schleimig. Jetzt wisst ihr es. Okay, Winterlinde mit einer der letzten Bäume, der was überhaupt blüht, nämlich Winterlinde, jetzt noch die Edelkastanie, blüht auch gerade, und der Götterbaum. Und das war's dann. Also ich wüsste dann nichts mehr, das was noch blieren zum Finden ist. Für Bienen eine der letzten großen Baumweiden und ist in der Regel gut besucht. Der ist halt gerade im Aufblieren und da wird es dann schon noch anders zugehört. Passt, juhu, danke Winterlinde, die habe ich nämlich echt noch gesucht.